Also ich hatte zum Beispiel mal eine ganz, ganz schlimme Lungenentzündung, wo ich fast gestorben bin. Und da hatte ich eine super Ärztin und die zu mir gesagt hat, ganz ehrlich, Sie müssen sich entscheiden, ob sich die Welt mit Ihnen weiterdreht oder ohne Sie. Und da habe ich gemerkt, ich muss was an meinem Leben ändern. Also das war einfach, ich habe zu viel gearbeitet. Ich dachte, ich bin unersetzlich und ohne mich funktioniert hier überhaupt nichts. Look out, here she comes. The woman that I love. Hallo, ich bin Sarah. Und ich bin Finn. Das ist unser Piggy Van, den wir euch heute vorstellen wollen. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost. Wir haben hier vorne unsere Stauraumbox und ein. Naja, Kochtisch, sag ich mal dran. Der ist jetzt hier so ein bisschen festgemacht. Das sind ganz normale vom Baumarkt solche ja, Scharniere, die man dort anbringen kann. Die kann man in verschiedenen Höhen dann variieren. Und hier ist noch so ein kleiner Klapptisch. Da kann man dann irgendwie, wenn wir dann kochen, oder Sarah, meistens, ich bin nicht so der Koch, kann man dann hier sein Gericht zubereiten. Wir haben dort drin noch so ein was ist das? Benzinkocher. Der ist hier drin. Den können wir dann. Gut. Hier auf diese Löcher stellen, damit er uns nicht wegrutscht beim Kochen. Ja. So. Weil zuerst rutschte er immer hin und her und dann haben wir danach eben noch einfach diese Teile dort eingebaut. Wir haben hier vom Feuerwehrbus war vorher hier eine Trennwand drin, die haben wir rausgenommen. Und jetzt hier so einen drehbaren Sitz, das ist super praktisch, damit wir einfach ein bisschen mehr Fläche haben für eine zweite Person. Wir haben hier unseren Essbereich bzw. Arbeitsbereich, das kann man noch umdrehen mit drinne. Und das ist unser Schneidebrett, dass wir, wenn wir kochen, irgendwo hier drin stehen und auf dem Brett selbst schneiden können, was auch immer. Hier ist dann unser ganzer Kladderadatsch, den man so braucht. Hier mit so kleinen Fächern und die ganzen Utensilien, die man so braucht. Messer, Tassen etc. Das dazu. Hier ist der Müll und unser Waschbecken. Das ist einfach eine alte Emailleschüssel, die wir da eingelassen haben. So ein bisschen Gummidichtung dran, damit das nicht hin und her rutscht. So bleibt es ein bisschen fester. Und eine Abdeckung. Wenn wir, also nicht während der Fahrt, aber wenn wir jetzt hier am Machen sind, da ist uns beim ersten Mal, fallen uns da ständig immer die Sachen rein, haben wir gedacht, ja okay, dann machen wir noch eine kleine Abdeckung drauf, dass wir nicht dann irgendwie in diesem ganzen Sud dann unseren Kram reinfallen lassen. Und hier unten ist dann der Kühlschrank drin, beziehungsweise die Kühlbox. Passen, wie viel sind das? 35 oder 30 Liter, glaube ich, müssten das sein. Das reicht für uns vollkommen aus. Dieses in der Natur zu leben, fand ich schon mit 16, 17 super. Ich durfte immer mit meiner damals besten Freundin, mit den Eltern mit auf den Campingplatz. Und da habe ich Blut geleckt. Also ich kannte das davor überhaupt nicht. Und da wusste ich schon mit 16, oh, ich will das mal haben, wenn ich groß bin. Das war ein Lebenswunsch sozusagen. Wir waren zwar früher auch viel campen, meine Eltern und ich, das war aber dann eher so dass der Wohnwagen und ich war dann in meinem Zelt, ich habe es nicht so gemocht. Wurde dann aber von Sarah abgeholt und jetzt bin ich irgendwie hier in den Bus gelandet oder in dem davor ja auch schon so schön. Und vielleicht sind wir einfach nicht so weit gekommen mit unserem damaligen Wohnwagen mit meinen Eltern, sodass ich jetzt einfach weiß, ich kann ganz Europa bereisen oder die ganze Welt innerhalb dieses Busses, in diesem Bus und muss nicht von Hotel zu Hotel tingeln, sondern habe immer mein Bett dabei. Mein fahrendes Bett, der Kindheitstraum von jedem, glaube ich. Und das macht einfach sehr viel Spaß. Das war eigentlich, ist das für den TÜV als für die Abnahme für das Wohnmobil. Und haben mich gefragt, naja, was brauchen wir denn für eine Größe? Hat er gesagt, ja, ist eigentlich egal. Und dann haben wir halt den kleinsten genommen, den es gibt. Den können wir auch über die Solarzelle betreiben. Und der hat 300 Watt, glaube ich. Und da können wir genau unseren Kaffee drauf machen. Also da passt die Bialetti drauf und das ist wunderbar. Da können wir morgens den Kaffee quasi aus der
Sonne ziehen sozusagen. Und dann haben wir hier unseren Duschschlauch oder Wasserhahn. Das ist so eine Bidet-Armatur, die man da anmacht. Ja, und dann kann man auch, wenn man möchte, hier das Fenster auf und dann draußen duschen. Das ist super praktisch mit dem Teil. Noch vergessen wir immer, das Wasser auszumachen, aber da denken wir noch dran. Irgendwann lernen wir es. So, dann haben wir, was haben wir da? Hier unten ist quasi kompletter, naja, Küchenutensilschrank. Der hier, genauso wie der hier, das sind so Möbelschlösser. Das sind eigentlich von Stangenschlössern. Die sind komplett aus Metall. Das war uns wichtig, dass das alles ein bisschen massiver ist. Gerade wenn das in Fahrtrichtung steht und der ganze Kasten nicht in Bewegung geraten darf. Hier ist dann die ganzen Kochutensilien, ein bisschen Brot. Den hat Sarah sich gewünscht. Und ich habe es erst belächelt, aber ich habe ihn, glaube ich, schon mehr bedient als du. Von daher ist es gut, dass er da ist. Wir können unseren ganzen Haushalt, den wir haben, an elektrischen Utensilien, können wir komplett über die Solarzelle laufen lassen. Das sind 150 Watt und haben unter unten noch eine Batterie, die hat, glaube ich, 120 Ampere. Also da, das reicht vollkommen aus. Bisher sind wir noch nie leer gelaufen. Mal sehen, wie es an kalten Tagen ist, aber dann braucht der Kühlschrank auch nicht mehr so viel. Von daher ist das auch nicht so dramatisch. Ja, wir haben ja zusammen gewohnt oder in Hamburg in der Innenstadt und die Wohnung ist jetzt untervermietet 2 Jahre. Wir haben den meisten Kram, den wir hatten, am Anfang schon, also im letzten Jahr schon angefangen auszusortieren und zu verkaufen, zu verkleinern. Und dann haben wir den Rest, der noch über war, auf den Dachboden gestellt. Und der übrige Kram, den wir wirklich brauchen, der ist hier drin. Und das ist das wirklich Schöne, dass wir immer gefragt werden, ja, was nehmt ihr denn mit, was habt ihr dabei? Ich sage, alles, was wir brauchen. Und das war's. So, und der Rest, der ist dann auf dem Dachboden, so Bücher, die wir nicht brauchen oder PCs oder ähnliche Sachen. Wir haben insgesamt einfach eh wenig. Also bei uns ist immer so, wenn die Leute in die Wohnung reinkommen, sagen sie immer, ja, wo habt ihr denn eure Sachen? Und wir haben halt einen Arztschrank zusammen und da noch ein paar Sachen hängen. Und ansonsten, wir haben wirklich nur noch das Nötigste, auch an Büchern. Ich gehe halt in die Bücherhalle und leih mir da die Bücher aus. Und deswegen so richtig heftig reduzieren mussten wir uns jetzt auch gar nicht. Das stimmt. Also ich hatte Probleme mit meinem Werkzeug. Da musste ich viel sortieren und Material auf den Dachboden schleppen. Ich habe so eine Kammer, die ich für mich irgendwie in Beschlag genommen habe und die war voll. Und das habe ich irgendwie dann ein bisschen reduziert und ein bisschen hier, ein bisschen da, aber es gibt halt Sachen, die brauche ich einfach. Wenn ich irgendwie was bauen will wie das hier, dann komme ich auf das ein oder andere Teil nicht drum rum. Das steht jetzt alles oben und wenn wir wieder da sind, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja. Nee, in Schnee wollen wir nicht. Das Ziel ist immer, plus 10 Grad zu erreichen. Wir fahren der Sonne hinterher. Aber das muss ich noch festmachen. Muss ich noch auf der Liste ergänzen. Wir sind noch nicht ganz, also einige Teile fehlen noch, aber ich glaube, das ist normal. Das ist die Standheizung, die können wir so aufklappen. Da wollte ich noch was reinstellen, dass wir dann da immer schön warme Schuhe haben. Das ist unsere Sitzbank. Das ist dann ein Teil von dem Bett, der jetzt aufgeklappt ist. Hier ist dann noch Stauraum drin. Also sprich, hier ist noch ein zweiter Wasserkanister. Und hier sind dann die Lebensmittel und sonstige Kleinigkeiten. Den kann man dann nach vorne schieben, beziehungsweise der ist jetzt vorne. Und dann kann man hier das Bett noch ein bisschen zurückziehen. Dann haben wir hier rechts unsere Batterie drin. Und wir kommen, das haben wir nämlich bei unserem ersten Bus nicht gehabt, wir kamen nicht an die, an den Stauraum nach hinten. Das war ziemlich blöd, wenn es mal richtig runtergeschifft hat oder irgendwas, dann kamen wir nicht hinten rein und mussten immer außen rum und so kommen wir jederzeit hinten an unsere Box ran. Und das war uns sehr wichtig, dass wir das so machen. Dann kann man den nach hinten schieben und hier dann ans Wasser rankommen. Da ist dann der Wassertank drin, in dem die Tauchpumpe drin ist für den Wasserhahn. Und genauso auch so ein paar Kleinigkeiten, die da noch so rumfliegen. Hier ist, was ist da drin? Da ist der Spannungswandler drin, die Solarzellenwandler, so ein bisschen Elektrozeug. Und hier diese kleinen Mini-Fächer mit. Hier ist jetzt Elektro und das ist dein Kunstschrank. Ne? Da hast du noch ein paar Pinsel und Farben mit. Wunderschön. Kannst du immer schön unterwegs mich malen. Finde ich sehr gut. Ich bin Kunsttherapeutin, ich war in so einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis und es war auch echt ein Job. Ich fand den super. Ich hatte super tolle Kollegen und
das ist mir, glaube ich, auch immer noch mal ganz wichtig, das klarzustellen. Also wir machen diese Reise nicht als Flucht, sondern wir haben echt ein super Leben. Wir können uns nicht beklagen. Wir machen es einfach, weil wir es jetzt können. Und ich habe früher während dem Studium auch in so einer Arztpraxis gearbeitet und habe da mit so lieben Patienten teilweise geredet. Und da ist mir sowas hängen geblieben von so einem älteren Mann, der zu mir gesagt hat, mein Mädel, reisen Sie, solange Sie können, in jungen Jahren, später haben Sie da keine Lust mehr drauf. Und das ist einfach so, das ist bei mir so hängen geblieben, wo ich mir denke, das müssen wir jetzt machen. Und immer wieder, auch wenn wir uns mit Freunden unterhalten, die ein bisschen älter sind, die sagen, es sind so Kleinigkeiten, dass man nachts nicht unbedingt auf die Toilette muss. Ne? Also wir haben eine starke Blase und also das sind so Kleinigkeiten. Und man ist halt irgendwie noch, wir haben so eine Abenteuerlust und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig für uns so ja, vom auf jeden Gefühl. Fall. Ja, ich habe im Architekturbüro gearbeitet, bin Architekt und habe da alles Mögliche gemacht. Ladenbau, Ausbau von Häusern, Hochbau und andere Dinge, die da so anfallen im Architekturbüro. Und fühlte mich auch wohl in meinem Job, das auf keine Frage. Aber ich habe dann auch irgendwie gemerkt, so ja, die Projekte sind immer unfassbar lang. So, dann hast du 2-3 Jahre. Ich habe dann immer kontinuierlich an diesem Ding gearbeitet. Wenn es dann irgendwann mal zu Ende ist, dann ist es fertig, dann kommt das nächste. Das ist auch schon so eine gewisse Routine dann drin, die auch sehr anstrengend ist. So, und das Gute ist, dass ich jetzt dadurch, dass ich Tischler und Architekt irgendwie vereinen konnte in diesem Projekt, manchmal auch ein bisschen nachteilhaft, weil, naja, wenn die Fuge nicht genau 2 mm ist, dann wird da so lange dran rumgearbeitet, rumgeklöbelt, bis das Ding passt. Deswegen hat das auch ein bisschen länger gedauert. Nee, eigentlich nicht. ja, ich habe die Zeit nicht gestoppt. Aber ich bin der immer sagt, ja, das dauert vielleicht 6 Stunden. Und dann guckt sie mich an und sagt, ich glaube 12. Ja. Ja. Ich habe auch meistens recht. Ist stimmt. Aber darum geht es ja nicht. Du machst das ja auch total gut. Und ah, toll. Das ist klar. Das ist schön. Nein, ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut. Ich hole ihn dann da schon manchmal runter und sage jetzt, ob jetzt hier die Fuge übergeht von da nach da. Ich finde es jetzt nicht so wichtig, Hauptsache es funktioniert. Sie tut sie doch. Ja, aber manchmal verfuchst er sich dann in so Dinge rein, wo dann gar nicht unbedingt, ja. Da sage ich dann, da machen wir jetzt halt einen Stoff drüber. Fluch und Segen. Ja. Aber naja, am Ende wird es dann gut. Hat mir schon ein bisschen Überwindung gekostet, Teile, die noch nicht ganz fertig sind, losfahren, dann mache ich hier unterwegs. Aber dann habe ich gedacht, sehr gut, dann kann ich unterwegs wegen sowas machen. Ja. Ich habe keine Langeweile. In echt redet er natürlich jetzt schon vom nächsten Bus. Das Bett, das braucht man jetzt einfach mal runterziehen. Das sind 3 einzelne Matratzen. Die haben wir in Hamburg von jemandem zuschneiden lassen. Sind, glaube ich, 2 verschiedene Schaumstoffstärken, also eine weiche, eine harte. Wir wollten ein bisschen mehr ausgeben für eine Matratze, da haben wir gesagt, da wollen wir nicht sparen, weil da dann auf einem Holz zu liegen, das sind dann nur so Holzlatten, das ist in dem Fall ein bisschen was Dickeres, das ist eine 16er Fichte. Bei meinem massiven Körpergewicht kann man eine 12er Fichte nicht bringen. Das reißt die auseinander. Ja, also super bequemes Bett, super geil, das ist 1,35 Meter breit. Und fast 2 Meter lang, also eigentlich nur 1,95, so ein Stück gucke ich drüber, aber das überlebe ich. Dann haben wir hier unter noch einen kleinen Stauraum, da sind jetzt unsere Decken drin. Und dann gibt es eben diese Fächer, wo dann die ganzen kleinen Utensilien, so die man tagtäglich eigentlich so braucht. Was wir aus Erfahrung anderer mitgekriegt haben, ist, dass viele ein Mäuseproblem haben. Und dem versuchen wir vorzubeugen. Wir wissen natürlich, die Tiere sind schlau und überall durch. Dass wir immer, wenn irgendwo eine Fuge ist, dass die nicht größer als 1 cm ist oder 8 mm. Und dann ist hier unten zum Beispiel, das sieht man jetzt da nicht so gut, aber die kann nicht hier unten rein, weil da unten ist quer eine Leiste einmal über die ganze Breite. Man sieht es, wenn man es ganz aufmacht, die Schublade. Kann man nur zur Seite gehen. Ja. Dann kann man das sehen, dass die da nicht durchkommen. Aber da sehe ich schon, da kann sie vielleicht durch, aber dann hat sie es auch verdient. Ja, wir haben gespart. Wir können sehr gut alles sparen. Zurücklegen, alles was geht. Wir gehen so gut wie nie essen. Also unser Luxus ist, wenn wir uns da mal einmal im Monat was zu essen bestellen. Ansonsten kaufen wir selber ein. Wir gehen so gut wie nicht shoppen.
Und wir brauchen halt insgesamt für unser Leben sehr wenig. Das muss man sagen. Ja, das ist auch, ja, macht auch fast sogar Spaß zu sparen. Irgendwie. Ja. Es hört sich blöd an. Weil wir haben das Geld einfach ganz kontinuierlich Stück für Stück aufgebaut und jetzt wissen wir, ja, jetzt haben wir diese Reise, jetzt merken wir aber auch, oh, es kommt nichts mehr nach. Wie das Konto jetzt Stück für Stück leerer wird, ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so haben wir uns das vorgestellt, so wollen wir es machen. Wer weiß, vielleicht unterwegs irgendwo nochmal, ah, da sucht jemand irgendwie jemanden, der braucht eine Treppe oder irgendwas, da bin ich dann irgendwie, hätte ich auch Lust zu, dann mit den Leuten vor Ort was zu machen oder auf dem Feld arbeiten, keine Ahnung, vielleicht auch einfach nur irgendwo einzusteigen, weil wir wollen auch nicht einfach nur von Ort zu Ort fahren, weil wir wollen auch mal länger irgendwo bleiben und vielleicht gibt es sich irgendwo eine Möglichkeit, also so dass einfach auch so ein bisschen dieser kulturelle Austausch da ist, dass ich merke, wie arbeiten die eigentlich in Spanien an so und so oder irgendwas Schönes dann da so zu erleben, was man so mit, was ich jetzt zumindest mit meinen Händen machen kann als Handwerker. Da hätte ich sehr viel Lust zu auch. Finn hat einen deutlich kleineren Kleiderschrank als ich. Inklusive und auch ordentlicher. Sehr viel ordentlicher, muss ich sagen. Und passt alles, was er hat, passt da rein. Und eine Seite wird noch von mir hier komplett bewohnt und die andere Seite von Finn. Da passt wirklich viel rein an dieser Seitenfläche. Unser ganzes Badzeug und Bücher und Lampen. Da haben wir auch noch eine sehr praktische Lampe. Die haben wir entdeckt. Die können wir zum Kochen nehmen. Und aber auch zum Lesen. Die kann man nämlich hier mit Magnet hält die dann. Da sieht es natürlich nicht so gut. Wo kann man es denn sehen? Draußen. Da, ne? Ja. Und die kann man dann auch hinten zum Beispiel. Haben wir auch Metall, dann können wir damit lesen. Sind wir bisher sehr zufrieden. Und hier ist mein Kleiderschrank. Also jetzt alles, was ich tatsächlich habe an Klamotten. Wir haben eh zu Hause sehr wenig Kleidung, wirklich wenig Kleidung. Aber irgendwie passt's. Ich denke aber, dass während der Reise auch noch was wegkommt. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass noch viel mehr weg muss. Da ist auch noch meine Yogamatte und Bücher haben wir auch noch dabei. Da habe ich jetzt auch nur die mitgenommen, die ich dann danach entsorgen will oder tauschen will. Denn da hinten, da ist sogar auch noch ein bisschen Platz. Da haben wir auch, habe ich noch mal einen USB-Stecker, wenn wir abends noch was gucken wollen. Abflug, da hat Finn hier so einen Rahmen selber gemacht. Den kann man hier so einstecken. Dann haben wir hier noch so Metallleisten rein. Und die halten dann hoffentlich das so zu, also bisher hat es ganz gut funktioniert, das ist schon eine, dass die Mücken nicht durchkommen und wir können trotzdem lüften. Also die ganze Zeit 24/7, so gern wir uns haben, aber wir müssen auch, glaube ich, immer mal wieder dazwischen getrennt was erleben. Und ich brauche das auch für mich, mal einen Tag lang zu sein und Finn, denke ich, auch so. Der freut sich, wenn er schrauben kann oder was anderes machen kann. Aber da die ganze Zeit ist, glaube ich, utopisch. Ja. Und da sind wir wiederum auch so, dass wir dann sagen, dann sparen wir lieber. Und wenn wir merken, es geht gerade nicht, dann geht einer mal eine Nacht ins Hotel und der andere bleibt im Bus oder wie auch immer, dass man da halt so ein bisschen eine Freiheit hat. Also wir haben es jetzt nicht so kalkuliert, auch mit den Kosten, dass das dann auf keinen Fall, das dürfen wir uns nicht leisten. Das ist schon ganz gut, glaube ich, ja. Ja, eingeplant. Muss es, also wir wollen es auch nicht wir müssen das jetzt irgendwie durchziehen und nur im Camper sein und uns irgendwie zwingen, jetzt so auf Hauruck das alles auszuprobieren. Wir wollen das jetzt auch nicht überstrapazieren, das Ganze. Wir wollen einfach so frei wie möglich leben und dann ist es gelegentlich dann eben auch mal was außerhalb des Vans vielleicht. Das ist der Keller. Beziehungsweise, ja. Unser Auszug, der schon beim Feuerwehrwagen mit bei war. Wie man sieht, Brecheisen und hier so sonst was, weiß ich nicht genau, was sie da alles reingeschmissen hatten. Also das ist ein alter Feuerwehrwagen aus Österreich mit Allradantrieb und der hatte damals nur ein normales Dach, also kein Hochdach. Das haben wir dann noch drauf gemacht.
in einer schönen Aktion am Wochenende. Das hätten wir ohne meinen Vater nicht geschafft, weil das mussten wir an den Flaschenzug hochhängen, Auto unterfahren und runterlassen. Das war extrem aufwendig. Also hätten wir uns leichter vorgestellt, aber hat dann doch funktioniert. Wir haben hier ein Brett, das wir rausziehen. Das liegt da nur lose drin. Da kann man sich dann draufsetzen, genauso wie auf das hier. Das kann man dann daneben machen. Das kann man dann hier rausziehen. Und einfach rausziehen und dann hier draufsetzen. Wir haben das nämlich beim ersten Bus schon gemerkt, dass wenn wir einfach nur irgendwo anhalten, am Rastplatz oder sonst wo, kurz mal Klappe auf hinsetzen mit Sonnenschutz und brauchen nicht dann die Stühle rausstellen oder irgendwo eine Sitzbank oder so okkupieren, sondern einfach nur hinsetzen und fertig. Da sieht man auch schon das Geraffel, was dahinter alles drin ist. Den kann man dann, das ist auch gleichzeitig meine Leiter oder unsere Leiter. Sie putzt vielleicht auch noch irgendwann mal das Dach, also kannst du dann einfach hier hoch und dann Solarzelle oder sonst was sauber machen, am besten mit Schuhen. Habe ich gerade gemerkt. So. Das ist dann dieser Auszug von der Feuerwehr, der da schon dran war. Und der ist zu praktisch, weil da kannst du kann jederzeit von oben alles, was man möchte, rankommen, alles, was man möchte, rausholen oder ähnliches. Das sind die Leisten, von denen ich gerade rede. Nächste Projekt. Also Elektro, hier sind noch zwei Kanister, die kann man dann eben, wie gesagt, von der Rückseite dann, da kommt man dann von der Rückseite ran, also von innen sozusagen, wenn es dann mal schüttet. Da ist noch der Ersatzreifen drin, noch ein zweiter Kanister für den Benzinkocher, meine Makita, ohne die fahre ich nicht mehr weg. Und das sind so, ja, das sind, wie nennt man das? Eigentlich sind Sandbleche oder sind Sandbleche, da kann man aber auch, also das sind dann, wenn man die festgefahren hat, die haben wir im letzten Jahr gekauft, eigentlich als Sandblechersatz, aber da kann man auch eben in verschiedenen Stufen drauf fahren, wenn man mal irgendwo schräg steht und ein bisschen die Höhe nivellieren muss oder anderes nivellieren muss, das kann man auch, wenn das Auto jetzt hochgebockt wird zum Reifen wechseln oder zum irgendwas anderes am Bus schrauben oder so, dann kann man den unterlegen und als Bock sozusagen das Auto ablassen, damit das nicht irgendwie zu doll in Bewegung ist. Funktioniert das? Funktioniert wunderbar. Die Sandbleche müssen wir noch ausprobieren in Portugal oder Griechenland. Oder fahren wir uns mal fest. So praktisch mit so einem Assistenten. Ja, bitte. Dankeschön. Sehr freundlich. Und dann kann das da einrasten. Jetzt hält das auch. Da haben wir ewig überlegt, wie wir das machen, ob wir das unten festmachen oder nicht. Und so funktioniert das aber ganz gut. Und dann kann ich hier schnibbeln und gleichzeitig den Kocher hinstellen. Das heißt, ich kann mich dann entscheiden, je nach Sonnen- oder Regenlage, ob ich hier hinten koche oder vorne. Und das habe ich mir schon immer gewünscht, so eine Küche. Ich koche halt so gerne. Wenn man dann auch irgendwo aufwacht und man kann jetzt gerade nicht unbedingt auf die Toilette gehen, dann sind das schon auch Momente, wo es total nervt. Aber ja, weil wie gesagt, das Wetter ist halt das, was es komplett irgendwie ausmacht. Weil es ist ja nicht irgendwie, es hört ja hier nicht auf, das Wetter, sondern es ist ja direkt drin. Und das ist ja das Spannende, aber auch Schöne im Vanlife, dass dann irgendwie jederzeit das Wetter immer dich beeinflussen kann und auch macht. Und das ist das Schöne, finde ich auch. Heute Morgen sind wir im Nebel aufgewacht, dann kam die Sonne raus und scheint, das ist super geil. Das kann auch eben super Momente haben. Das ist tatsächlich Parkettboden, der liegt jetzt dort auf so einer Leistenkonstruktion auf. Die Leisten sind dann, zwischen den Leisten ist Dämmung drauf, oder dazwischen sozusagen. Und die ganzen Materialien, also eigentlich im Grunde fast alle, außer jetzt diese weißen Flächen, sind Fichte, also ist ein bisschen leichter als jetzt irgendwie eine, so wie das Weiße, das ist ein Multiplex. Das ist natürlich ein bisschen schwerer, weil es ein Hartholz ist, aber diese weichen Hölzer, das ist jetzt irgendwie Fichte und auch diese Seitenverkleidungen sind schön leicht. Das ist natürlich extrem wichtig. Der Bus ist zwar ein bisschen, naja, wirkt zwar ein bisschen massiver, ist er bestimmt auch als viele einfachere Ausbauten, aber uns war das wichtig, dass das meiste in Holz gemacht wird, weil der Geruch besser ist und die Optik sowieso, wie ich finde, und das hat sich schon sehr gelohnt. Mit dem Fußboden würde ich vielleicht beim nächsten Mal nicht so empfehlen, dunklen zu nehmen, weil der Kratzer sieht man sehr, sehr schnell und das
Da bin ich ein bisschen pingelig, aber das war so viel Arbeit und da müssen wir ein bisschen nachölen ab und zu mal, aber vielleicht einen helleren beim nächsten Mal. Der Kontrast ist halt sehr schön. Das sind solche, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber das sind, die sind aus dem Messebau, diese Schienen. Die kann man dann auch mit solchen Elementen, so wie da, die kann man dann kombinieren mit speziellen Winkeln, die da oben zum Beispiel zu sehen sind. Und dadurch kann ich jederzeit auf bestimmte Situationen reagieren. Das war auch so, dass zum Beispiel die Solarzelle, die war, ich glaube, nach den ersten 3-4 Tagen viel zu weit vorne, sodass der Wind zu doll unterfegte. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kann ich die jetzt noch ein bisschen manövrieren. Oder falls sie mal kaputt geht, dann kann ich die austauschen und mit diesem System das dann lösen und einfach rechts, links verschieben, wie auch immer. Das ist super praktisch. Also wir haben jetzt hier, können wir auch unser Vordach dran machen. Also wir haben so ein kleines, eigentlich ist es nur so ein Sonnensegel, das wir dann hier festmachen oder einfach mal was dranhängen. Auf der Rückseite haben wir dann Sonnenschutz und Gardine. Nee, wie heißt das andere? Wäscheleine. Ja. Ne? Und auch so Außenlicht dran gemacht oder hier die beiden Kanister. Da können wir auf alles reagieren, was wir draußen brauchen. Dadurch, dass es eben auch so flexibel ist. Also ich glaube schon, dass man sich entscheiden muss irgendwann im Leben, ob man jetzt dieses Leben lebt oder nicht. Also ich habe schon, wir sind beide schon durch viele Höhen und Tiefen gegangen und irgendwann, also ich hatte zum Beispiel meine ganz, ganz schlimme Lungenentzündung, wo ich fast gestorben bin und da hatte ich eine super Ärztin und die zu mir gesagt hat, ganz ehrlich, sie müssen sich entscheiden, ob sich die Welt mit ihnen weiter dreht oder ohne sie. Und da habe ich gemerkt, ich muss was an meinem Leben ändern. Also das war einfach, ich habe zu viel gearbeitet. Ich dachte, ich bin unersetzlich. Und ohne mich funktioniert hier überhaupt nichts. Und diese Erkenntnis, dass der Laden auch weiterläuft ohne mich, das war schon, was mir irgendwie dann die Augen geöffnet hat, warum ich auch dann nach Hamburg gezogen bin und da auch Finn kennengelernt habe. Und so ist das jetzt halt auch mit dieser Reise. Wenn ich das jetzt nicht mache, wann soll ich es denn dann machen? Ja, das glaube ich, vielleicht muss man die Erfahrung nicht unbedingt erst machen, um das dann auch zu leben, sondern es ist halt wirklich so, ne? Also das Leben findet jetzt statt und nicht mal dann.